Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Unravel. Hier ist ein Save Point, den schnappen wir uns gleich mal. Und jetzt laufen wir weiter. Und hier haben wir jetzt, was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Dengelpunkt zum Anbinden. Aber ich binde mich mal hier noch nicht fest. Ich laufe mal erstmal weiter. Ich gucke mir das erstmal an, was hier so ist. Das sieht aus wie so eine Scheune hier, ne? Das ist eine Scheune. Hier kann ich mich festbinden, hier macht es anscheinend auch Sinn. Würde ich jetzt sagen. Hier kann ich mich lang schwingen. Da kann ich hoch. Ha, und da oben ist wieder Garn. Oh, ich höre immer diese Käfergeräusche. Das ist echt eklig, muss ich mal sagen. So, jetzt komme ich dann nämlich auch in die obere Etage hier an der Stelle. Da, wo ich mich in der letzten Folge gewundert hatte, wie ich da hinkomme. Und jetzt ist hier Farbe. Jetzt kann man hier hoch. Kann man hier hoch? Bestimmt. Oder brauche ich einfach nur den Farbeimer? Ich brauche einfach nur den Farbeimer wahrscheinlich. Wir schnappen den uns mal. Ja genau, da komme ich nämlich dann an diesen oberen Dengelpunkt ran. Oder? Auch nicht? Wofür brauche ich denn die Farbe? Verstehe ich gerade nicht. Gebracht hat es mir jetzt nicht wirklich was. Ach so, Moment. Ja doch, ich weiß es, glaube ich. Moment. Ich muss wieder so eine Brücke bauen. Wie mit dem Klotz. Kann das sein? Ich muss jetzt hier... Ich muss mich da oben festbinden. Und dann... muss ich... die Leine rüberziehen zu dem Farbklotz, zu dem Farbbeutel. Oder auch nicht. Nee, Moment mal. Brauche ich den Farb... Ich glaube, den Farbeimer brauche ich auf der anderen Seite. Es wäre jetzt so meine Vermutung, ja? Ich meine, den brauche ich. Aber ich kann mich da gleich schon mal wieder abdengeln, weil... Uah! Moment. Nochmal hochklettern. Ich gehe erstmal da... Ich gehe erstmal hier nach rechts. Ich gucke mir erstmal an, was da kommt. Ein Misthaufen. Nee, ein Heuhaufen. Kann ich das ziehen? Ja. Da oben ist ein Geheimnis. Okay, das ist schon mal... Das ist schon mal, glaube ich, ziemlich wichtig, dass ich das hier ziehen kann. Warum kann ich das da hinziehen? Ach so, um da rüber zu kommen, da nach ganz oben, ne? Warte mal. Ja, um die, auf die Lampe raufzukommen. Nein! Oh Gott. Binde dich doch mal am Haken da fest, genau. So, irgendwie muss ich doch da auf die Lampe kommen. Das muss doch gehen. Es muss doch gehen, dass man da auf die Lampe raufkommt. Ich muss ein bisschen weiter nach oben. Ja, sauber so. Wenn ich mich jetzt hier festbinde. Und wenn ich mich jetzt hier festbinde. Jawohl. Dann komme ich doch da hoch, oder nicht? Ja. Haha. Und da hinten ist das Geheimnis. Da war doch hier... Ich glaube, da war das Geheimnis. Das war doch hier oben. Jawohl. Beim Vogelhäuschen. Vielleicht nochmal in die andere Richtung gehen. Vielleicht ist ja auf der anderen Seite auch noch ein Geheimnis. Da habe ich jetzt hier in dem Level ja auch schon drei Geheimnisse, oder? Oh, 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 oh. Ah, nee, okay, alles gut. Ich dachte, da falle ich rein. Ja, okay, nee, hier kommt man nicht hin, oder? Kann ich hier A drücken? Nee. Schön hüpfen. Immer schön hüpfen. Ah, nee, doch, hier geht's weiter, alles klar. Juhu! Abseilen. Ja, wie der Cliffhanger. Wie der Cliffhanger muss man das hier machen an der Stelle. So. Kann ich die Kiste ziehen? Jetzt kommen bestimmt wieder gleich die Krähen. Ein Safe-Punkt. Jawohl, nice. Ah ja, hier muss ich die Klappen aufmachen. Halt, Moment mal. Erst wie auf der anderen Seite, oder? Sonst falle ich ja da rein. Na. Genau, jetzt habe ich nämlich hier noch einen Andengelpunkt. Oh! Ein Geheimnis! Nice. So, jetzt muss ich den Eimer bestimmt hochholen. Und das kann ich machen, indem ich... da oben rangehe. Jawohl!
Warum auch immer ich den Eimer jetzt brauche. Wahrscheinlich, um hier irgendwo weiterzukommen. Ja! Ja, genau! Ah, so habe ich einen Schutz vor den Krähen. Das ist natürlich clever, ne? Das ist quasi ein Panzer jetzt. Ich habe mich zu einem Panzer umfunktioniert. Sehr schön. Das finde ich nice. Ja, fangt mich doch. Mit meinem Eimer bin ich unbesiegbar. Ich bin nämlich jetzt Metal-Jarni. Ich bin der unbesiegbare Metal-Jarni. Juhu! Und rein ins Eis. Ah, da ist ein Savepoint. Sauber. Also das war mal ein geiles Rätsel. Einfach, aber geil. Und hier muss ich aus irgendeinem Grund, hier muss ich das Eis zerstören. Weil ich sonst mich nicht festbinden kann. Da ist doch so ein Bindepunkt, oder nicht? Oh, das war nicht so gut. Oder muss ich mich da festbinden? Nee, das ist einfach nur irgendwas, was eingefroren ist. Da muss ich mich gar nicht festbinden. Hier muss ich mich festbinden. Oder wäre das da ein Geheimnis? Moment, das müssen wir jetzt nochmal untersuchen hier. Ist das ein Geheimnis da, was einfach nur so komisch aussieht? Moment. Ich muss es doch nochmal aufklopfen, komplett. An der Stelle. Das ist doch ein Punkt zum Festbinden da. Ich bin doch nicht bescheuert. Ach, egal. Wird schon was sein. Ah ja. Hier muss ich mich festbinden. Warum hat er denn jetzt nicht? Ah ja. Hier kann ich mich auch festbinden. Moment. Erstmal hier gucken. Ah ja. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal gleich mit. Das muss ich bestimmt da hochkriegen. Ah ja. Genau, dann lösen wir mal hier unten wieder. Dann haben wir ein bisschen Garn gewonnen. Und binden uns hier oben fest. Jetzt haben wir die nötige Brücke und jetzt können wir das rüberschieben. Ha, ich bin so gut. Also wenn mein Hirn mal richtig funktioniert und auf Hochtouren läuft, dann läuft das auch. Aber die Rätsel, muss ich sagen, sind jetzt auch nicht so schwer. Also das geht immer noch. Huch. Habe ich mich jetzt zerquetscht? Nee. Gut. Vielleicht sollte ich die Heuballen lieber beide mitnehmen, wenn das geht. Geht das? Nee, die kann ich nicht anfassen. Was ist das? Moment. Was war denn das jetzt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war irgendein Typ auf dem Feld. Ein Bauer vielleicht. Ein Typ auf dem Feld. Könnte ein Bauer gewesen sein. Oh, ein Vögelchen. Es ist kaputt. Wartet mal, ich muss es reparieren. Hey! Ich will dir helfen. Du Federvieh, du. Weiter. Jawohl. Helft ihm. Helft ihm. Yay. Ich bin gar nicht so böse. Ihr habt mir meine Erinnerung geklaut. Deswegen war ich sauer. Hehe. Er hilft mir. Yay. Auf und davon. Wuhu. Aber das ist eine Elster, oder? Das ist kein Rabe. Also, ich weiß nicht. Das ist ja, die hat ja weiß vorne. Das sieht so aus wie so ein Mischlingsvogel irgendwie. Oh. Und die Erinnerung ist ein Vögelchen, ein Rabe. Yeah. Juhu. Und wieder eins fürs Buch. Wie das läuft hier. Der Wahnsinn. Jetzt ist aber wirklich nur noch eine Erinnerung übrig, oder? Oder zwei? Nee, es sind immer noch zwei. Stimmt, nee, es sind ja immer noch zwei. Wir haben immer noch zwei Bücher vor uns. Zwei Bilder, meine ich. Zwei Bücher. So, da gucken wir doch gleich mal in das Buch. Der Brief. Egal wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines so kleinen Aufwands bedarf. Huch, nein! Wollte jetzt nicht zumachen. Ha? Ein Feld im Winter, Raben, der See. Mhm. Waldspaziergang im Winter. Aha, aha. By Airmail. Luftpost, aha. Wo mag wohl Luftpost herkommen? Vielleicht von den Kindern im Ausland. Man weiß es nicht. Hm. Ja, da bin ich mal gespannt.
Genau, dann gehen wir mal in den Klavierraum nochmal. Und wir haben ja jetzt noch... Ja, wir können in der Folge noch ein Level angucken auf jeden Fall. Anfangen. Mal schauen, was uns da erwartet. Aber wir merken schon, es nähert sich jetzt so langsam dem... Ja, wie sagt man, dem Lebensabend so ein bisschen. Also es wird alles so, es geht alles so auf Winter zu, so, ne? Es folgt ja auch so ein bisschen dem Leben. Also es geht so Frühling, Sommer, Herbst, Winter, so ein bisschen, ne? Wintersonne, genau. Hier waren wir gerade, der Brief. Und Wintersonne wäre das nächste. Und das letzte ist dann das, Rost. Dann machen wir mal Wintersonne. Schauen wir mal. Passt ja echt wirklich jetzt zur Jahreszeit. Ist ja perfekt. Aha. Schlitten fahren. Yay, rodeln. Rodeln und dabei jodeln. Holdala. Winter, Schnee. Nice. Er ist weiß geworden. Schön. Okay, erstmal nach links gehen, ne? Ihr kennt das. Könnte ja ein Geheimnis sein. Guckt mal, da kann man hoch. Ist vielleicht gar nicht mal so doof, dass ich hier nach links gehe. Aber jetzt kann ich den... Warum kann ich jetzt den Tannenzapfen nicht nehmen eigentlich? Warum ist da ein Tannenzapfen jetzt runtergefallen? Das ist ja schon wieder so... verdächtig. Aber irgendwie komme ich da trotzdem nicht weiter auf der linken Seite. Dann gehen wir doch mal jetzt nach rechts. Haha, er rutscht auf dem Eis. Hä? Schreck. Ausstrecken. Das siebte fehlende Stück gefunden. Kann das sein, dass das Achievement gerade ein bisschen spät kommt? Ich muss doch... Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste... Genau. Ich wollte gerade sagen, würde ich sagen, ich muss da was mit dem... Mit dem Keen-Apple machen. Mit dem Keen-Apple. Mit dem Tannenzapfen. Ein Schneeball. Oh, da könnte man jetzt einen Schneemann bauen. Das wäre cool. Da oben ran. Dann da oben ran. Und, Winterwanderung. Wow. Ah ja, Garn. Ist voll krass, wie sich der kleine rote Kerl in dieser Winterlandschaft, in dieser weißen, komplett abhebt einfach. Wow. Ja, nice. Oh, ich hab's genau richtig gemacht. Ich hätte es nicht besser timen können, ey. Das war jetzt aber absoluter Zufall. Ich habe irgendwie instinktiv, habe ich mir jetzt gedacht, wo auch immer mich jetzt dieser Katapult-Effekt hinbringt, da muss ich mich bestimmt festbinden. Ich habe schon gedacht, wie ein Voltier, habe ich schon gedacht. Wie ein Jani. Irgendwann fängt man echt an, so in Festbindepunkten zu denken. Man denkt nicht mehr in Umgebungen und oben und unten. Nein, man denkt nur noch daran, wo kann man sich festbinden. Ich habe auch jetzt in echt schon die ganze Zeit immer irgendwelche Fäden bei mir und binde mich an sämtlichen Ecken fest, an Türklinken und so. Und dann fange ich auch immer an, so komisch rumzuschwingen. Wartet mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wo ist denn jetzt hier der nächste Dengelpunkt? Der nächste Bindepunkt. Okay, da war er nicht. Aber das war's, glaube ich, auch schon. Es ging wirklich jetzt da wahrscheinlich echt nur darum, dieses Geheimnis zu kriegen. Denn hier geht's ja normal weiter jetzt, oder? Hier kann ich mir... Oh. Ah, nee, wartet mal. Ich bin dünn. Kann ich da nicht jetzt noch hoch? Oder muss ich mich hier jetzt... Ich muss doch in der Lage sein, da jetzt rüberzukommen, um den letzten... Moment. Nochmal ganz nach links gehen. Ich muss mal gucken, wo habe ich mich denn da jetzt festgebunden? Dass ich da jetzt nicht... Ach so, da oben. Kann das sein, dass das jetzt der Ausschlag dafür ist, dass ich hier jetzt nicht weiterkomme? Wenn ich mich hier nochmal abwickel, weil ich kann da ja eh keinen Trampolin herstellen da oben. Das heißt, es ist ja relativ witzlos, sich da oben festzubinden. Nein, ich bin tot! Es war zu tief. Okay, da hätte ich eigentlich jetzt... Das hätte ich gar nicht jetzt machen brauchen. Egal. Lalala, egal. Ich gehe einfach weiter. Ich brauche den Tannenzapfen da oben, dann kann ich da wieder einen Schneeball draus machen. Oder kann ich hier... Moment mal, halt. Das müssen wir jetzt mal doch noch überprüfen hier an der Stelle.
Also, ich wickel mich jetzt hier fest. So, dann binde ich mich hier drüben fest. Guck mal, jetzt reicht's nämlich auch, die Strippe. Jetzt kann man hier rüber, aber das ist ja egal. So, jetzt habe ich hier, guck mal, jetzt habe ich hier nämlich einen Tannenzapfen. Und den kann ich jetzt zum... Moment mal, wo kann ich jetzt da nicht rüber? Den kann ich jetzt hier zum Schneeball machen. Und damit kann ich jetzt da reingehen, ne? Guckt mal. Das ist bestimmt wichtig. Ja, sonst käme ich da nämlich oben nicht hoch. Ah nein! Ich muss mich wieder abwickeln draußen. Schnell, schnell abwickeln hier. Hier muss ich mich losbinden. Oh, das ist ja voll... Voll wenig Faden jetzt. Das ist ja voll wenig Faden hier an der Stelle. Das geht ja mal gar nicht. Garn. Das geht ja mal gar nicht. Dass ich dann noch nicht früher drauf gekommen bin. Das geht ja mal gar nicht. Ja, da habe ich mich entwickelt. Ich bin voll entwickelt, ja. Auch so ein Wortspiel, auf das ich jetzt gerade eben noch gar nicht drauf gekommen bin. Kann ich eigentlich den Schneeball rausziehen? Nee. Ich komme auch hier nicht weiter in der Höhle. Das heißt, ich muss raus. Ah ja, okay, jetzt weiß ich. Jetzt muss ich hier hoch. Jetzt muss ich hier nämlich irgendwie oben weiter. Kann das sein? Bestimmt. Da oben hoch. Ja, ich sehe es schon. Da ist ein Dengelpunkt. Zum Entwickeln. Zum Festwickeln. Festbinden. Wow. Die stehen ja voll unter Spannung hier, die Dinger. Die Äste. Genau, jetzt kann ich hier... Hui! Nach oben. Kann ich mich hier rüberschwingen? Wartet mal. Kann ich da rüber? Auf den anderen Ast? Muss man alles mal ausprobiert haben. Nee, kann ich nicht. Da ist kein... das ist nicht stabil an der Stelle. Ich muss tatsächlich hier hoch. Oh, 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 oh. Erstmal mit dem Kopf in den Schnee. Hä, Moment mal, nee, jetzt wollte ich eigentlich hier den Tannenzapfen da oben erwischen. Aber ich ahne schon, wie ich ihn krieg. Ah, ich ahne schon, was ich hier tun muss, alles klar. Ich weiß, was ich hier tun muss. Erstmal den Tannenzapfen abreißen, genau. So, jetzt muss ich... Den muss ich jetzt hier oben lang dengeln. Dahin. Und dann da so rüber bestimmt. Und dann kann ich da wieder einen Schneeball draus machen. Oder ne, Moment. Ich muss unten mit dem Tannenzapfen einen Schneeball draus machen. Und den Schneeball muss ich dann... Ja genau, so ist es nämlich. Moment. Weil da rechts ist ja nicht genug Schnee. Das würde also nicht funktionieren. Ne, okay. Hier ist auch nicht genug Schnee. Das verstehe ich jetzt nicht. Moment, jetzt muss ich... Oh nein, jetzt muss ich den da aus der Ecke rauskriegen. Ah, ich kann ihn festhalten, okay. Wusste ich jetzt nicht. Halt, 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 halt! Bleib doch! Bleib doch bei mir! Du verrückter Tannenzapfen. Halt. So, oh Gott. Ah nein, jetzt habe ich nicht mehr genug Faden, oder? Jetzt habe ich mich so oft hier rumgewickelt. Ja, das war dumm. Wartet mal, ich muss mich nochmal hier losmachen. Und auf der anderen Seite muss ich auch nochmal losbinden. Ah, nee, okay, nee, es geht wirklich nur darum, den da hochzukriegen, alles klar. Nee, ich hatte es schon richtig gedacht. Nur das mit dem Schnee hat mich gerade irritiert. Ich dachte, da rechts wäre nicht genug Schnee gewesen, aber da ist ja eine Höhle. Und wer sich jetzt fragt, wie kommt eigentlich der Schnee in die Höhle? Das ist eine Schneehöhle. So. Alles klar. Dann machen wir das jetzt mal. Hui. Komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Jawohl. Ha. Jetzt kann ich den nämlich hier weiterschieben. Und da kommt bestimmt wieder irgendwo, genau, irgendein Hindernis, was ich nur mit dem Schneeball überwinden kann. So, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge an Revel. Und dann, ja, schließen wir das Level höchstwahrscheinlich ab. Dann wird das unleveled. Bis zur nächsten Folge an Revel. Bis dann, ciao, ciao.